Besser, schöner, größer. So knapp könnte die ISPO 2011 beschrieben werden. Auf über 100.000 Quadratmetern bekommen die Besucher vom 6. bis 9. Februar einen Gesamtüberblick über das kommende Sportartikelangebot. Gut 2.200 Hersteller aus 49 Ländern sind dieses Jahr auf dem Gelände der Messe München vertreten. Allerdings ist ein Wandel spürbar. Also die ISPO war im Ursprung mal eine Ordermesse. Sie ist mehr und mehr jetzt zur Marketingplattform geworden, wo sich Marken präsentieren, inszenieren, und immer wichtiger ist der persönliche Kontakt. Wenn man so will, die ISPO ist das reale Social Network der weltweiten Sportartikelbranche, und diesen Aspekt wollen wir auch aktiv unterstützen und aktiv fördern und weiter ausbauen. Damit es dazu kommen kann, eröffnet die ISPO Möglichkeiten für segmentübergreifende Synergieeffekte, ist eine Plattform, um neue Verkaufsoptionen, neue Märkte oder Distributionswege zu entdecken. Da hilft es, dass der europäische und gerade der deutsche Sportmarkt boomen. Die Sehnsucht der Leute, ihre Lebensqualität zu steigern, auch durch den Sport, durch Freizeit, ohne jetzt gleich dabei Wettbewerbshöhen einzugehen, ist einfach da. Und man hat inzwischen auch anerkannt, dass Bewegung gut tut, dass sie eben auch die Gesundheit fördert. Und das ist ein Thema, das für uns immer wieder eine große Rolle spielt. Eine große Rolle spielt seit jeher auch das hochkarätige ISPO-Rahmenprogramm und die Sportler, die den Weg nach Bayern finden. Formel-1-Star Michael Schumacher ist einer der vielen, die in München einen Boxenstopp einlegen. Auch wenn der Kerpener eher eine Ikone des Automobilsports ist, ein Zugpferd wie er kurbelt die Umsätze der Sportartikelbranche an.